Howdy, mein Freund. Sie haben einen kleinen Funkspruch empfangen? Ja, Sie sehen so aus. Moment mal, Sie kenne ich doch. Na klar, Sie sind Alice McLaughertys neuer Stern am Himmel, habe ich recht? Und Sie wollen wirklich bei uns mitmischen? McLafferty hat es nicht gern, wenn jemand abgeworben wird. Einfach so, hä? Huh? Sie haben Nerven. Sind Sie sicher, dass Sie die Sache blindlings anpacken wollen? Keine Fragen darüber, wo wir hingehen oder warum? Wir sind ein kleines Unternehmen aus Sacktown im Norden der RNK. Auf unserer kleinen Runde machen wir auch Geschäfte in New Reno. Hatten auch eine schöne Tour nach Salt Lake City, aber dann verloren wir den Kontakt mit Neu-Kanaan und alles ging vor die Hunde. Richtig. Salt Lake City zu verlieren war ein herber Schlag. Wenn wir den Kontakt nicht wiederherstellen, sitzen wir in der Scheiße. Ohne Neu-Kanaans Mission in Zion führen die einzigen Wege nach Salt Lake City die alte I-80 entlang oder oben durch Ogden. Der Highway ist zu riskant. Die Ranger der RNK haben schon in der Mojave genug zu tun, als sich hier noch um die Raider zu kümmern. Ogden ist zu weit ab vom Schuss. Die Reisekosten wären höher als unsere Einnahmen. Ich weiß nicht viel über den Ort, aber ich kenne das Völkchen dort. Die Neu-Kanaaniter sind irgendeine religiöse Gruppierung von vor dem Krieg. Sie kontrollieren die alte Innenstadt von Ogden, nördlich von Zion. Und unten im Canyon haben sie eine ziemlich wehrhafte Mission. Oder hatten eine. Sie treiben einen regen Handel mit den Stämmen in Zion. Jedenfalls mit denen, die sie nicht sofort umzulegen versuchen. Ich bin da nicht so bibelfest. Sie haben für ihre Waren bezahlt und uns anständig behandelt. Alles andere hat mich nicht interessiert. Aber dass sie gläubig sind, heißt nicht, dass sie Pazifisten sind. Die wissen sich schon zu verteidigen und sind verdammt gute Schützen. Nein, darum ja diese Karawane. Wenn wir den Kontakt zu den Neu-Kanaanitern nicht wiederherstellen, können Happy Trails gleich einpacken. Schießen Sie los! Tja, ich war selbst nie dort. Hab ein bisschen Handel mit den Neu-Kanaanitern in ihrer Mission dort getrieben, aber das war nur im Außengebiet. Nach dem Krieg waren alle Wege rein und raus zerstört, aber wir kennen einen Pass, den die Neu-Kanaaniter benutzen und den nehmen wir. Darum wollte ich jemanden mit einem Pip-Boy in unserer Karawane dabei haben. Seine Karte wird uns im Gelände sehr nützlich sein. Der Job ist ganz einfach. Sie helfen uns, nach Zion und Neukana anzukommen. 25 Kronkorken pro Tag. Eine Hälfte sofort, die andere bei Rückkehr. Einen Aufschlag gibt's, wenn wir es nach Zion schaffen. Und noch einen, wenn wir Neukana erreichen. Ach, und noch was. Erwähnen Sie niemanden gegenüber den Namen Joshua Graham. Verstanden? Lassen Sie's einfach. Das macht die Neu-Kanaaniter mächtig sauer und die Stammesleute würden sich die Hosen voll machen. Und kein Wort über den Verbrannten rate ich Ihnen. Zu Ihrem eigenen Besten, glauben Sie mir. Nicht gut, das kann ich Ihnen sagen. Nicht wie in der Mojave oder der RNK. Verdammt, sogar in Arizona unter Caesar ist es sicherer. Überall diese verdammten Raider. Ganze Stämme von Degenerierten, die einen am liebsten auffressen würden. Kriegstreiber, das volle Programm. Kaum mal ein Ort für ein anständiges Geschäft. Neu-Kanaan ist so ziemlich der einzige, der mir da in den Sinn kommt. Was gibt's da schon groß zu erzählen? Durchgeknallt, voll gepumpt mit Medikamenten, gewalttätig wie nichts Gutes und nicht allzu schlau. Die 80er sind die schlimmsten. Aber von denen halten wir uns diesmal fern. Ja, die Stämme, die vor dem Krieg in Zion gehaust haben, wurden nicht einfach nur ein bisschen wild, sondern regelrecht barbarisch. Die meisten sprechen nicht einmal mehr unsere Sprache.
Man braucht einen Neukaner Anita-Dolmetscher, um mit ihnen zu sprechen. In Acht nehmen sollten sie sich auf jeden Fall vor den Weißbeinen vom Great Salt Lake. Die greifen beinahe jeden an, der nicht zu ihnen gehört. Gefährlich genug, dass wir uns ihnen lieber nicht nähern, wenn möglich. Muss ja nicht sein, dass mein Kopf die Zinnen irgendeiner Tankstelle ziert. Schießen Sie los! Darauf wette ich, aber wir haben hier nur noch Platz für einen. Ihre Freunde müssen Sie leider zurücklassen. Ja, davon gehe ich aus. Bist du auf Ärger aus? Davon habe ich jede Menge, also sieh dich in meiner Nähe vor. Hey, 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 leck mich! Von Psycho habe ich nichts gesagt. Ich reise absichtlich mit leichtem Gepäck. Wenn der Preis stimmt, sage ich Jet, dass ich weniger trage und du mehr. Was ist dein Angebot? Du bist im Geschäft. Zum Glück vertraut er mir. Gut gemacht, Adlerauge. Natürlich habe ich einen Pitboy und einen Vault-Anzug. Na und? Woher zur Hölle glaubst du denn? Vault 2-2, da bin ich aufgewachsen. Du warst in Vault 2-2, ja? Vielleicht habe ich etwas übertrieben. In Wahrheit habe ich diesen Anzug und den Pitboy von einem toten Prospektor aus Zion. Er war schon tot, als ich ihn gefunden habe, okay? Hatte jede Menge Zeugs dabei, daher weiß ich auch, dass es in Zion gute Beute gibt. Verstehst du? Sorry, aber der Mist, den ich damit anstelle, übersteigt deinen Horizont. Es wäre Zeitverschwendung, das so zu erklären, dass du es verstehst. Es macht mich zu einem knallharten Typen. Ich meine, noch knallhärter. Ist echt unvorstellbar. Es ist ja nicht nur ein Armband. Jet sagt, dass es da drin Karten und so Zeug gibt und damit werde ich diese Karawane zum Zielort führen. Aber das wusste ich ja alles sowieso schon. Was? Natürlich wusste ich das. Das habe ich zuerst an dir bemerkt. Ich habe mich schon so sehr an meinen gewöhnt, dass es ganz normal ist. Denk ja nicht, was Besonderes zu sein, weil du einen hast. Ha, Unsinn! Mit meinem Pitboy ist alles in Ordnung. Ich meine, Pitboy. Das ist mir sehr wichtig, also vermassel's nicht. Auf was bist du eigentlich aus? Na gut, du hast gewonnen, Arschloch! Führ die Expedition ruhig in einen verdammten Hinterhalt! Hoffentlich sterbt ihr alle! If Caesar's dead, why ain't the NCR taking care of regular folks yet? The NCR took back Nil. Willst dich dieser Karawane anschließen, was? Siehst mir aus, als könntest du auf dich selbst aufpassen. Meinen Lebensunterhalt verdienen. Jet hat mich als Karawanenwache für diese Expedition von ihm angeheuert. Die Arbeit gefällt mir. Ich habe versucht, an einem Ort zu bleiben, aber das klappt nie. Bin in New Reno aufgewachsen und ich konnte die Schlangengrube nicht schnell genug hinter mir lassen. Dann habe ich die besten Jahre meines Lebens mit Sheriff-Spielen in Caliente, ein Kaff im Norden an der 93, verschwendet. Echt ätzend. Wenn du mich fragst, am besten in Bewegung bleiben. Dann ändert sich wenigstens die Landschaft. Stell dir New Vegas vor, wenn da kein Typ wie Mr. House wäre, der für Ruhe sorgt. Dann hat noch jeder eine Knarre und ist jetabhängig. Die Stadt wird beherrscht von einem Haufen Verbrecherfamilien. Gesetz ist kaum der Rede wert. Mach Ärger und du hast ein Grab in Golgatha, vor der Stadt. Schmierig ohne Ende. Nutten und Drogen rund um die Uhr. Kannst nicht die Straße lang gehen, ohne dass man dir anbietet, in einem Porno mitzuspielen. Also habe ich meinen Arsch da rausgeschleppt, solange er noch mein war. Glaubte, das Gesetz wäre die Antwort auf jedes Problem. Naiv, was? Der Ort machte seinem Namen alle Ehre, so viel ist klar.
Wenn du Süßwasser hast und ein bisschen geothermische Energie, ist da immer eine Gang von Arschlöchern, die dich dafür umbringen will. Hab mehr Jahre damit zugebracht und mir mehr Kugeln eingefangen, als ich zugeben mag, um das Höllenloch vor Gefahren von innen und außen zu schützen. Wenn's nicht 80er oder Weißbeine mit Überfällen waren, war's ein sturzbesoffener Städter, der versucht, einen Streit mit einer Schrotflinte zu gewinnen. Hatte die Schnauze voll davon, die Leute zu erschießen, die ich beschützen sollte. Also mache ich jetzt das.